Schönen guten Tag euch. Herzlich willkommen. Ich habe heute die Emma bei mir. Und ja, es freut mich total. Ich wollte schon lange mit ihr mal ein Video machen und jetzt ist es endlich dazugekommen. Wir haben uns, glaube ich, beide gegenseitig eben schon länger auch verfolgt. Also schon wirklich die letzten Jahre. Ich kenne deinen Kanal, glaube ich, echt schon. Ja. Weiß gar nicht, wie lange hast du deinen Kanal? Fast 2,5 Jahre. Genau. Ja, ich glaube echt ziemlich von Beginn. Und ja, es freut mich, dass es heute zustande gekommen ist. Wir haben nämlich gerade auch erst noch ein Video, den ersten Teil mit Emma im Mitgliederbereich aufgenommen. Und da ging es eben um die körperliche Reinigung, was da alles für Aspekte dranhängen, bis Fasten, schleimfreie Heilkost und all die Punkte. Und war ein super spannendes Thema, also schaut da unbedingt mal rein. Wir sind da auf, ja, wirklich tief drauf eingegangen, mal ja nicht so oberflächlich. Ich finde es auch immer schön, weil in Mitgliederbereichen, wo dann einfach, man kann da viel tiefer auf Themen einsteigen. Häufig, wenn ich, ja, auf YouTube kann es jeder schauen, da muss man alles noch mal ein bisschen mehr ausarbeiten, und das fand ich so schön. Es ging auch mal ein bisschen mehr ins Detail, also schaut da unbedingt mal rein. Und jetzt hier heute wollt mal ja ein paar persönliche Fragen auch klären und ein paar allgemeinere Fragen, Zuschauerfragen. Ich habe euch eben gefragt direkt, was eure Fragen an Emma sind, und da sind ein paar spannende Fragen zusammengekommen und die wollten wir mal der Reihe nach durchgehen. Und ja, also nochmal vielen Dank, Emma, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst. Ja, und um gleich mit der ersten Frage mal zu starten, ja, sehr persönlich, möchtest du einmal eine eigene Familie gründen? Ja, also ich muss sagen, dass ich momentan die Frage mit Nein beantworten würde. Also ja. Momentan sehe ich mich nicht als Mutter, und momentan habe ich einfach nicht das Bedürfnis, Kinder zu bekommen. Aber ich schließe es nicht komplett aus. Ja. Ich bin da, so wie in den meisten Bereichen, relativ offen für. Und es kann sein, dass sich meine Meinung in ein paar Jahren ändert und ich dann vielleicht schon mein erstes Kind habe. Genau. Aber momentan würde ich halt sagen, nee, ich möchte keine Kinder. Ah, ja, sehr schön. Also nicht in Stein gemeißelt. Ja. Und willst du dann lieber ja in Deutschland oder im Ausland leben allgemein? Weil du warst jetzt auch öfter in Thailand. Ich war auch immer im Winter eben weg. Ich mag es hier eigentlich schon selber, ja, sehr gerne, auch die Jahreszeiten. Wie geht's denn dir da? Ja, sehr ähnlich wie dir. Also ich habe ja hier meine Familie, und deswegen ist es nicht ganz einfach, wenn man dann sich wirklich dafür entscheidet, aus Deutschland auszuwandern. Ich war ja jetzt 6 Monate in Thailand, und da habe ich gemerkt, also man vermisst die Familie schon sehr. Ja. Wann ging das denn los? Mit dem Vermissen? Gleich nach ein paar Wochen oder nee, war es dann eher so gegen Ende? Die ersten Wochen habe ich noch total genossen. Ja. Also, dass man halt so ein bisschen auch Abstand hat und so mehr Zeit mit sich verbringen kann. Aber dann so ab dem 3. Monat, würde ich sagen, fing das schon an. Und vorher hatte ich eigentlich die Einstellung, dass ich überall leben könnte und dass man die Familie dann halt, was weiß ich, ein paar Mal im Jahr besucht. Ja. Aber jetzt nach der Thailand-Reise sehe ich das nicht mehr so. Also ich würde nicht mehr in ein Land auswandern wollen, was sehr weit weg ist von Deutschland. Wenn, dann innerhalb von Europa. Aber da würde ich schon ganz gerne zukünftig in einem Land leben, wo es einfach so ein bisschen dieses tropische, subtropische Klima gibt. Ja. Das ist mir so gut. Und wenn man dann vielleicht noch so seinen eigenen Garten hat, wo man Mangos, Papayas anbauen kann, das wäre schon echt das, schön. Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja. Und genau, die nächste Frage war nämlich dann auch, wie lebst du jetzt gerade, wie verdienst du deinen Lebensunterhalt jetzt gerade im Moment, beziehungsweise was ist dann dein Traumberuf? Ja, also ich verdiene momentan Geld mit dem, was ich halt online mache, also YouTube, dann bin ich in verschiedenen Partnerprogrammen. Ich habe ein paar Mal Menschen gecoacht bei der Ernährungsumstellung, und momentan bin ich auch an meinem ersten E-Book dran zur Rohkost. Also das ist so
meine Arbeit. Und, ja. Um was wird es denn gehen in dem Buch genauso? Umstellung auf Rohkost oder in welche Richtung geht es? Rezepte auch? Ja, also beides. Ich möchte halt Rezepte anbieten, so um die 30 Stück. Ja. Und aber auch Informationen zur Rohkost ins Buch packen. Also so ein Gesamtpaket cool, quasi. Ja, sehr schön. Ja. Und nebenbei gebe ich halt auch noch Klavierstunden, weil ich selber Klavier spiele, seit ich 6 bin. Und ja, das ist so das, was ich mache. Und das ist eigentlich auch so mein Traumberuf. Also vor allem das, was ich online mache, ja. Das gefällt mir so gut, dass man Content produziert, dass man so viele Menschen damit erreicht, dass man Menschen inspirieren kann, gesünder, glücklicher, bewusster zu leben. Ja. Genau, das ist so mein Traumberuf. Aber was ich mir für die Zukunft vielleicht noch ganz gut vorstellen kann, ist, dass man das noch so ein bisschen weiter ausweitet bzw. persönlicher macht. Also, dass man dann vielleicht auch so was wie Retreats anbietet oder Workshops. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Ja, da geht es mir ziemlich ähnlich. Also ich merke einfach, was das bewirkt, wenn Leute irgendwie schreiben. Es hat halt komplett einfach ihr Leben verändert. Und ja, gerade diese persönliche Bindung, die Menschen gehen da total mit. Und ich habe auch gemerkt in den letzten Jahren, wo es jetzt langsam immer mehr wurde und ich ja auch Seminare schon hatte. Und es macht einfach unglaublich viel, ja, unglaublich Spaß, da Leute zu inspirieren und nicht einfach nur irgendwas machen, damit man was macht, so das macht jeder. Einfach was Sinnvolles ja. In die Welt tragen und ja, darum ja, geht es mir genauso einfach. Ja. Jetzt wird es noch persönlicher. Was du von offenen Beziehungen hältst? Von offenen Beziehungen, also ich halte nichts Schlechtes davon, ich verurteile das nicht. Ja. Ich finde, solange die Menschen, die das praktizieren, glücklich sind, also das ist nicht nur speziell auf offene Beziehungen jetzt ausgerichtet, sondern bei allem, was man so im Leben macht. Wenn man glücklich damit ist, dann ist das super. Und wenn Menschen sich dafür entschieden haben, eine offene Beziehung zu führen und es ihnen damit gut geht, dann finde ich das toll. Ich persönlich würde, also für mich persönlich ist das nichts, aber wie gesagt, ich verurteile das auf keinen Fall. Ja, sehr schön. Und ja, was hältst du von, ein bisschen Sprung jetzt geht es mehr um die Ernährung, was du von Supplementen hältst? Also sowas wie auch B12, Vitamin D, Folsäure, genau. Ja, Supplemente ist ja immer so ein sehr heikles Thema. Ja. Da kriege ich auch ganz oft Fragen zugestellt. Und ich muss mittlerweile sagen, dass ich nicht der Meinung bin, dass man sowas wie Folsäure zum Beispiel supplementieren muss. Also ich bin der Meinung, dass wenn man eine vollwertige, gesunde Ernährung isst, dann braucht man das nicht. Da muss man nicht zusätzlich noch sein Geld in diese Nahrungsergänzungsmittelindustrie stecken. Dann bekommt man eigentlich alles aus seiner Ernährung. Bei Vitamin D und B12, das ist ja nochmal so ein Thema für sich. Ja. Da kann man das supplementieren, wenn man der Meinung ist, dass man das braucht. Ich habe jetzt über die Jahre hinweg immer mal wieder so meine eigenen Erfahrungen damit gesammelt, hatte Phasen, wo ich das supplementiert habe und Phasen, wo ich es nicht supplementiert habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da gesundheitlich betrachtet nie einen großen Unterschied gespürt habe. Also mir geht sowohl mit und ohne Supplemente gut durch die Ernährung halt. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das irgendwann noch mal was. Aber generell würde ich zu Supplementen eher nicht raten. Ja. Das ist zu diesen Folsäure, Vitamin B und was weiß ich was. Also ja, ich hatte auch am Anfang gerade B12, ich hatte auch schon ein Video eben drüber gemacht, könnt ihr auch mal schauen. Ach, beziehungsweise ich weiß nicht mehr, ob ich es auf dem Kanal gelassen habe, weil das auch so ein behaftetes Thema bei vielen ist. Ich glaube aber schon, auf jeden Fall, wenn man mal erfährt, was im Körper passiert und du merkst wirklich, gerade wenn man dann immer zwischendrin die Essenspausen hast, man merkt, wie der Körper ins Gleichgewicht sich selber bringt. Der bringt sich komplett ins Gleichgewicht. Und
auch zu B12, es gibt ja Studien, ich hatte mir die damals, das war so ein Buch, am Anfang, wo ich da noch in diesem ganzen Vitamindenken drin war, wo ich Veganer wurde, weil ich mich da noch verunsichern habe lassen von manchen Menschen. Und dann habe ich nachgelesen und ach, da gab es zig Studien, da waren glaube ich 35 oder 36 Studien mit Veganern, mit Leuten, die sich rohköstlich ernährt haben, mit Leuten, die nicht supplementiert haben, mit Leuten, die supplementiert haben. Und es war immer so, der B12-Wert ist auch nach 20, 30 Jahren, auch bei Leuten, die nicht supplementiert haben, der ist eigentlich, ja, der war ein bisschen niedriger, der Durchschnittswert. Der ist nie eigentlich unter 100 runter. Manchmal ist er eben auf 100 runter, aber manche hatten auch nach 20, 30 Jahren noch einen B12-Wert von 300, 400 oder so. Und bei manchen, wo er auf 100 runter ist, die hatten keinerlei Mangelsymptome und das auch über Jahrzehnte. Und ja, keinerlei Symptome. Der Wert war einfach niedriger, aber der ist dann auch nie weiter als unter 100 eigentlich runtergegangen. Der hat sich um die 100 dann eingependelt, was ja in Deutschland dann irgendwie unter dem Normwert wäre. Aber und das war ja auch nur in Ausnahmefällen. Und wie gesagt, keinerlei Mangelsymptome, auch über Jahrzehnte dann nicht. Und ja, dementsprechend kann man da ja auch sehen. Und wenn man es körperlich selber erfährt, ja, ich finde, da geht nichts drüber, dann merkt man halt einfach, das haut halt vorne und hinten nicht hin. Und ja, der Körper sagt einem genau, was er braucht, wo, wie viel. Wenn man das lernt, kann man wieder lernen. Ja, ganz einfacher Prozess. Ja, und ja, wie oft isst du dann am Tag? Das war dann die nächste Frage. Also meine Mahlzeiten haben sich mit der Zeit, vor allem halt durch diesen Entgiftungs- und Reinigungsweg, reduziert. Ich kann mich daran erinnern, dass ich früher, als ich halt noch alles gegessen habe, wirklich, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich 7 Mal am Tag gegessen habe. Also ja, zwischendurch auch immer irgendwas genascht. Ja. Wahrscheinlich jede Stunde oder alle 2 Stunden. Und das ist dann über die Jahre immer weniger geworden. Also ich bin jetzt mittlerweile bei 2 festen Mahlzeiten. Die erste so um 14 Uhr und dann am Abend gegen 18, 19 Uhr nochmal eine. Und vor diesen 2 festen Mahlzeiten trinke ich aber nochmal 1 oder 2 Liter und ein Saft oder 2 Säfte. Ja, ich wollte gerade. Ja. Saft dann jeweils 1 Liter. Ja. Ja, also meistens so 1, 2 Säfte und dann 2 feste Mahlzeiten. Ja. Also mir geht es da ähnlich. Saft trinke ich nur gar keinen mehr. In letzter Zeit hatte jetzt auch gar keinen Safter mehr. Ah. Ja, habe ich anfangs häufig gemacht und ja, jetzt war es mir einfach, ich war häufig zu faul zu. Und genau, ja, aber ansonsten geht es mir genauso früh. Dieses intermittierende Fasten tut unglaublich gut, da leicht in den Tag zu starten und dann esse ich auch meistens gegen 14 Uhr oder sowas. Ja. Und dann abends nochmal. Ja. Ja, wie viel wiegst du, war dann die andere Frage. Zyklisch. Also ich muss sagen, ich wiege mich gar nicht mehr so. Für mich ist halt die Hauptsache, dass ich mich fühle im Körper und diese ganzen Zahlen oder BMI, woran ja auch noch viele Menschen haften, das ist nicht mehr so wichtig für mich. Also solange ich mich gut und gesund fühle. Aber um die Frage zu beantworten, ich müsste so um die 60 Kilo wiegen bei einer Größe von 1,75. Ja. Okay. Ja. Und würdest du dann deine Kinder vegan ernähren, beziehungsweise roh? Auch wenn du vielleicht keine hast, dann wer weiß. Genau. Wenn ich irgendwann würdest du. Ja. Also ich sag mal so, ich ernähre mich ja unter anderem deswegen roh vegan, weil ich mich damit gut fühle. Also gesundheitlich so gut wie noch nie. Ich bin der Meinung, dass die Ernährung für jeden Menschen geeignet ist, dass man ja damit sehr vielen Krankheiten vorbeugen kann. Und deswegen würde ich auch meine Kinder so ernähren, weil ich für sie das Beste will. Und die Ernährung ist für mich halt was Gutes, sonst würde ich sie ja nicht praktizieren. Ja, auf jeden Fall. Ist allgemein ja noch leider so ein bisschen Thema, aber ich hatte auch neulich extra mal jemanden interviewt, die Irina, findet ihr auch auf dem Kanal,
Ja, sie hat auch selber drei Kinder. Das eine ist komplett roh aufgewachsen und ja, man sieht einfach, dass es den Kindern gut geht. Sie werden nicht mehr viel krank, die Kinder. Also sie werden normalerweise gar nicht mehr dann krank. Diese ganzen Kinderkrankheiten kann man sich sparen, vieles. Und wenn dann mal ein Infekt oder so in der Schule ist, dann ist es halt wirklich innerhalb der Hälfte der Zeit bei normalen Kindern weg. Also wenn irgendwie sowas wie, ja, irgendein Infekt halt einfach rumgeht, dann wo andere sonst eine Woche irgendwie platt liegen, dann ist es bei denen halt ja 2, 3 Tage höchstens. Ja, und das ist ja einfach sehr schön zu sehen. Und dann war auch noch eine andere Frage, die hat man auch noch, die hat man auch im Mitgliederbereich eigentlich schon mit drinnen so ein bisschen. Würdest du eher fetthaltig essen oder was Gedünstetes, Gedämpftes, also dann praktisch, ja, geht auch in die Richtung dann eben schleimarm, schleimfrei, Heilkost dann von Aerith. Ja, was würdest du da bevorzugen? Fett oder gedünstetes? Ich würde tatsächlich Gedünstetes bevorzugen. Also ich hatte ja schon so ein paar Phasen, wo ich sehr viel Fett gegessen habe in der Rohkost. Ja. Und ja, nach einer gewissen Zeit habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es mir damit nicht so gut geht, wie wenn ich halt sehr oder wenn ich halt fettarm esse. Ja. Mir ist es halt so, wenn ich viel Fett esse, dann merke ich das sofort an der Verdauung. Die Verdauung kommt ins Stocken. Die mentale Klarheit ist nicht mehr ganz so, wie sie vorher war. Ich habe nicht so viel Energie, schlafe auch viel länger. Und ich fühle mich da einfach mit einer kohlenhydratreichen, fettarmen Ernährung am besten. Und deswegen würde ich lieber ja, gekocht oder gedünstetes essen und dafür nicht so viel Fett, anstatt sehr viel Fett in der Rohkost. Aber wenn ich halt was Gekochtes essen würde, dann würde ich zusehen, dass es nicht dieses extrem Schleimbildende ist wie Reis und Nudeln und sowas, sondern wirklich so wasserreiches Ja, Gemüse genau. oder Süßkartoffeln gebacken und auch noch. Ja, also da habe ich ja ähnliche Erfahrungen wie du gemacht. Es ist wirklich so, bei mir ist es halt so, Verdauung hatte ich nie Probleme. Bei mir geht alles eher zu schnell durch und dementsprechend, ich merke auch, wenn ich eben Fett esse, die Verdauung wird einfach viel langsamer. Dadurch, dass ich eh immer eher zunehmen wollte, habe ich mit dem Fett jetzt nicht so das Problem. Aber bei mir dauert es auch mit Fett. Da muss ich mich wirklich über Wochen, Monate dran überessen, immer so ein bisschen, bis ich dann überhaupt mal zunehme. Aber ich nehme dann schon zu, aber ich fühle mich dann halt eben auch nicht mehr wohl. Ich spüre den Körper nicht mehr so gut. Ich brauche eben auch mehr Schlaf. Und ja, man merkt einfach, der Körper funktioniert nicht mehr so gut. Man fühlt sich nicht mehr so energetisch, nicht mehr so klar und nicht mehr so wohl, ja. Genau, und ich muss aber sagen, bei mir ist es aber auch so, mit dem Fett ist es wirklich, wenn ich auf den Körper komplett höre, dann manchmal habe ich dann Lust irgendwie, dann könnte ich auch, dann kann ich 2 Avocados, 3 Avocados hintereinander essen, so. Aber manchmal ist irgendwie schon 1, 2 Löffel zu viel. Und also da höre ich auch immer auf den Körper. Und wenn ich aber, ja, wenn ich auf den Körper höre, dann kann ich auch manchmal eben, je nachdem wie er es sagt, recht viel Fett essen. Aber wenn ich merke, es kommt eine Sperre und es ist gerade genug an Fett, dann ist halt schon ein bisschen zu viel an Fett schnell viel zu viel. Weil wenn ich dann ja zu viel Nüsse esse oder zu viel Avocado, dann ist halt so 1, 2 Bissen ist dann schon viel zu viel und dann fühlt man sich so total überessen, träge, genau. Wenn ich wirklich dann an dem Punkt stopp, wo es der Körper mir sagt, dann habe ich mit Fett nicht so die Probleme. Genau, und nutze das halt, ich nutze es häufig zum Puffern, genau. Aber ansonsten würde ich auch gedämpftes Gemüse, ja, gedämpfte Sachen sind einfach für den Körper ja viel besser vertragbar, wenn das nicht in Massen ist. Genau, bei Fett, da ist halt das Überessen sehr schnell an so einem Punkt. Aber was eben auch ja, manchmal ganz angenehm sein kann, um die Entgiftung zu stoppen, wenn es eh zu heftig ist am Anfang, ja. Ich finde auch so, was diesen emotionalen Detox angeht, ist Ja. Fett, also kann Fett auch unglaublich Ja. hilfreich sein. Ja. Das habe ich auch gemerkt. Deswegen hat es mich da auch immer so hingezogen. Immer wenn ich so Phasen hatte, wo dann irgendwie was hochkommt und ich merke so, dadurch hat es das Ganze irgendwie so ein bisschen gepuffert. Weil ich kann es trotzdem nicht komplett damit stoppen, wenn es roh ist, so. Aber es kommt einfach langsamer und angenehmer und ja.
Genau. Also Fett an sich verteufeln, das will ich auf keinen Fall. Ja. Das kann echt sehr hilfreich sein, vor allem am Anfang oder wenn halt diese emotionale Komponente mit reinkommt. Ja, genau. Ja, und wenn gedünstet, dann eben ja nicht irgendwas dünsten, sondern ja, genau, was Einfaches, Wasserhaltiges, Brokkoli, Zucchini, irgendwas, Gemüse halt, wasserhaltig, ja. Eben, weil das ist ja immer der Punkt, viele dann, oh, Hauptsache roh oder so, wenn du irgendwie Gourmet-Rohkost mit Agavensirup, eine Torte und Kokosöl, das ist wesentlich schwerer bekömmlich als irgendwas Gedünstetes, selbst wenn es in Mengen ist. Also, ja, das ist dann immer nur so ein Label-Ding und dann so verkopft. Also da würde ich echt, genau. Und dann war die nächste Frage, was denkt ihr, wenn ihr auf Nicht-Veganer trefft? Und wird euch auch vom Fleischgeruch schlecht? Ja, also wenn ich auf Nicht-Veganer treffe, dann denke ich nichts Böses oder Schlechtes. Die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind keine Veganer. In meiner Familie gibt es auch niemanden, der sich vegan ernährt und trotzdem, in Anführungszeichen, ja, habe ich meine Familie lieb. Also ich möchte Menschen nicht beurteilen, das ist klar, aber auch erst recht nicht aufgrund ihrer Ernährung. Deswegen, also ich denke nichts Schlechtes, wenn ich auf einen Nicht-Veganer treffe. Und die zweite Frage mit dem Fleischgeruch, also schlecht wird mir da eigentlich nicht. Klar, wenn ich jetzt so durch den Supermarkt laufe und an der Fleischtheke vorbeikomme, wo halt dieses ganze Rohfleisch rumliegt, das finde ich jetzt vom Geruch nicht so appetitlich und da sehe ich dann zu, dass ich schnell wegkomme. Aber wirklich schlecht wird mir da eigentlich nicht. Wenn, dann hätte ich das, glaube ich, eher bei Fisch. Also den Geruch von Fisch, den finde ich persönlich unangenehmer als den von Fleisch. Ja, kann ich mich... wollte ich gerade sagen, ich kann mich eigentlich da nur ziemlich anschließen. Geht mir eigentlich komplett genauso. Und was den Geruch betrifft, finde ich es nur eklig sozusagen, wenn mein Partner oder so, genau, sowas gegessen hat, gerade sowas wie Wurst oder so, es riecht halt dann danach, finde ich einfach nicht so angenehm, es ist jetzt nicht so, ne, dass ich dann komplett Reis ausnehmen muss, aber ich finde es einfach nicht angenehm, ich finde es keinen schönen Geruch oder auch in der Wursttheke oder so, genau. Was ich mag an Gerüchen ist halt sowas wie Bratwurststand, irgendwie sowas, weil ich das selber immer gemocht habe, einfach dieses frittierte, fettige, als Kind Bratwurst mit Ketchup, so, es sind halt auch dann die Erinnerungen, die damit verknüpft sind oder Erlebnisse, Ereignisse, genau, aber ansonsten finde ich es nicht so schlimm. Ja, dann, was wir unterwegs essen, wenn es mal schnell gehen muss, ja. Wie schaut das ist eine gute Frage, weil ich glaube, damit tun sich auch noch viele Leute schwer, also ich glaube, viele Leute machen sich das viel komplizierter, als es ist. Vor allem bei der Rohkost ist es so einfach, irgendwie unterwegs was zu essen. Also das beste Fastfood ist eigentlich Obst, Gemüse, wo du einfach reinbeißen kannst. Und genau das nehme ich auch gerne mit, wenn ich unterwegs bin. Also Lebensmittel, die du nicht mit einem Messer schälen musst oder irgendwie lange rumschnippeln musst, sondern wo du einfach reinbeißen kannst. Also Bananen finde ich gut, Äpfel, Bieren, Datteln mag ich auch sehr gerne für unterwegs. Ja. Aber ansonsten mixe ich mir auch gerne mal ein Smoothie. Also das dauert ja ein paar Sekunden, ein paar Minuten, kann man abfüllen und dann mitnehmen. Genau, ja. Geht mir ganz genauso. Es ist halt wirklich, viele machen sich da so einen Kopf. ich glaube, Alex von Rohkostpower hat auch neulich mal ein cooles Video zu gepostet gehabt. Könnt ihr euch mal anschauen. Rohkostpower auf dem Kanal. Rohkost ist das Einfachste und Simpelste, wenn die Leute immer sagen, es ist ja so kompliziert, es ist ja schwierig, wenn man unterwegs ist, ein Apfel und reinbeißen ist das Einfachste auf der Welt, alles an, du musst nichts, ja, musst nichts machen, nicht mal schälen den Apfel und ja, Banane schälen, aufmachen, reinbeißen, es ist so simpel und einfach. Sonst hatte ich so gemacht, häufig hatte ich Inliner-Kurse im Sommer gegeben, dann habe ich mir ein paar Äpfel in die Tasche geschmissen, oder mal eine Avocado oder ein paar Nüsse, wenn man dann eben unterwegs ist und einfach ein bisschen
ja, wenn dann einfach die Entgiftung so stark wird, wenn man so lange nichts isst oder so, dann kann man einfach zwischendrin Nüsse knabbern. Alles Mögliche eben. Obst, Nüsse, man kann sich einen Smoothie vorher machen. Das sind so die einfachsten Dinge, ja. Genau. Was man mittlerweile ja auch in vielen Supermärkten sieht, ist, dass es sowas wie Rohkostriegel gibt Ja. aus Datteln und, keine Ahnung, Cashewkernen oder Chiasamen. Sowas könnte man notfalls auch noch mitnehmen. Genau, ja, das ist auch eine super Möglichkeit, ja, Trockenfrüchte, ja, da, ja, nur auf Dauer bei Trockenfrüchten so ein bisschen auf die Zähne achten und sowas, dann nicht in zu großen Mengen und so, aber für unterwegs und gerade am Anfang ist das eine super Sache. Es ist einfach sättigend, ja, es ist super sättigend und angenehm, man fühlt sich einfach wohl, ist klar und einfach schnell, ja. Genau. Okay, dann die nächste Frage war, wie du es mit den Haaren am Kopf erlebt hast. Meine Haare fallen raus, brechen am Ansatz ab. Ich bin mittlerweile verzweifelt. Genau. Und die Person hat ihre Ernährung umgestellt, nehme ich an. Nehme ich auch an, genau, das war jetzt nur der Kommentar so dazu, ja. Okay, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Haare durch die Ernährungsumstellung besser geworden sind mit der Zeit. Also als ich mich konventionell ernährt habe, da hatte ich auch das Problem, dass ich ganz starken Haarausfall hatte. Und ein Freund von mir, der hat mir dann damals empfohlen, einfach mal darauf zu achten, dass ich mal das Gluten weglasse, weil das eben ja die Darmwände verkleben kann und dadurch können dann vielleicht gewisse Nährstoffe nicht so gut aufgenommen werden. Man sagt ja, dass Eisen bei Haarausfall ganz gut ist. Und das habe ich dann einfach mal ausprobiert und Gluten komplett gestrichen und mehr Grünzeug auch gegessen. Und ja, mit der Zeit gesehen, dass der Haarausfall zurückging. Also ich glaube, Haarausfall ist entweder deswegen, weil man sich ungesund ernährt oder weil man halt gerade durch eine Entgiftungsphase geht. Ja. Wenn man da durch ist, dann und zusieht, dass man halt sich weiterhin gesund ernährt, dann wird es eigentlich wieder besser mit den Haaren. Ja, das mit der Entgiftungsphase, weil du es ansprichst, das war eben auch bei mir der Fall. Ich hatte eigentlich immer super kräftiges, super dichtes Haar. Jeder Friseur hat immer gesagt, irgendwie, ja, die Haare hätte er gern. Einfach total dicht gewachsen. Und bei mir am Anfang, wo ich umgestellt habe auf Rohkost, habe ich erst die Haare auch wachsen lassen und dann. Ich habe dann auch aufgehört, glaube ich, Shampoo zu benutzen und solche Sachen, also nur mit Wasser beziehungsweise dann mal mit Roggenmehl später gewaschen. Und am Anfang hatte ich dann extrem starke Entgiftungsschübe und mir ist am Anfang wirklich dann, da war ich in Thailand und mir ist erst so ein Drittel der Haare rausgefallen und dann ein paar Wochen später wieder und dann am Ende war halt echt nicht mehr viel übrig und dann habe ich sie abgeschnitten so und neu wachsen lassen. Das Ja. hast du noch nie erzählt, oder? Im Video. Nee, das habe ich, glaube ich, echt nur mal so ab und an in den Kursen oder so erzählt oder in Mitgliederbereichen, aber so im Video echt noch nicht. Nee, das hatte ich echt noch nicht, ja. Genau. Und das war, und danach, ich habe nichts anders gemacht an der Ernährung. Danach sind die Haare wieder ganz normal gewachsen, viel kräftiger geworden und jetzt sind sie, ja, wie vorher, beziehungsweise ich hatte halt noch nie so lange Haare, sind super angenehm, wächst alles gut, fühlt sich gesund an und genau. Ja, und was man vielleicht auch noch machen kann, was du ja gerade auch schon erwähnt hast, dass man von diesen ganzen herkömmlichen Shampoos und Pflegeprodukten wegkommt. Also da würde ich auch darauf achten, dass man zu natürlichen Varianten greift, vielleicht mal erstmal mit so einem Bio-Shampoo anfängt und dann, wenn man mag, immer weiter reduzieren, dass man halt mal mit Roggenmehl oder nur mit Wasser wäscht. Ja, Weil ich genau. glaube nicht, dass diese ganzen chemischen Inhaltsstoffe unsere Haare positiv Ja, beeinflussen. nee. Und man merkt es auch, wenn man es weglässt, finde ich. Ich habe das manchmal, ich habe gekratzt an der Kopfhaut. Es ist genau das Shampoo, wo man benutzt hat. Es riecht danach, es kommt wieder raus. Es, also auch während Entgiftungsphasen, ich spüre mittlerweile genau manchmal, wenn was rauskommt, genau der Geruch, genau dieses Essen, was du vor 10 Jahren gegessen hast, was du jetzt seit 10 Jahren nicht mehr gegessen hast und es riecht danach. Also.
Das wäre ja schon ein komischer Zufall. Es riecht halt einfach danach. Ja, wenn es nicht drin war, warum soll es danach riechen? Und bei den Haaren ist es genauso. Ja, man schmiert sich das teilweise täglich oder so drauf. Und ja, das zieht halt alles ein und die Haut nimmt es halt auch auf, teilweise wie ein Schwamm eben. Und dementsprechend kann es eben auch am Anfang erstmal ein bisschen unangenehm sein. Deswegen ist es, denke ich, ein schöner Zwischenschritt, erstmal irgendwie ein Bio-Shampoo zu benutzen und dann irgendwie dazu übergehen, sich da selber eins zu machen. Ja, genau. Und dann vielleicht mit Roggenmehl einfach nur noch zu waschen irgendwann oder dann komplett mit Wasser. Funktioniert dann auch, wenn das Ganze wieder, ja, sauberer ist, der Körper. Genau. Und dann ist eben auch nichts Ekliges dabei, weil manche dann denken, oh, nicht waschen, müssen die Leute früher gestunken haben und so weiter. Das kommt wirklich drauf an, was man reintut, danach riecht man so. Und dementsprechend ist da dann, ja, so. Dann haben wir noch zwei Fragen. Und zwar, das nächste war dann zu Parasitenkuren. Mich würde brennend interessieren, was ihr für Erfahrungen mit Parasitenkuren habt. Und was wir generell davon halten, zu dem Thema Parasiten im Darm sagen, wie stehen wir dazu, genau? Ja, gute Frage, interessantes Thema. Ich habe noch nie eine Parasitenkur durchgeführt. Ich habe das Thema, ich glaube, letztes Jahr war das ja so gehypt worden auf YouTube und überall. Ich habe das alles so ein bisschen mitverfolgt. Kann auch verstehen, warum man das macht, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass da mehr Panik gemacht wird, als dass es nötig ist. Also ich will nicht leugnen, dass es sowas wie Parasiten gibt, aber ich glaube nicht, dass man ja, da jetzt irgendwie wochenlang eine Kur machen muss und sich mit ganz vielen Mittelchen eindecken muss. Ich glaube, dass man auf einem guten Weg ist, wenn man seine Ernährung umstellt, langfristig, diesen Weg langfristig geht, seinen Körper dadurch weiter reinigt und wenn man parallel dazu auch regelmäßig Einläufe macht oder andere Formen der Darmspülung, also Glucolontherapien sind auch gut. Ja. Ich sehe mich auch nicht, dass ich irgendwann vielleicht mal so eine Parasitenkur mache. Also ich halte es für mich persönlich nicht für notwendig. Und ich würde mich da auch nicht so verrückt von machen lassen. Ja, mir geht es wieder ziemlich ähnlich wie dir. Schön, dass wir uns einig sind. Ja, also ich habe das auch verfolgt gehabt und ich muss sagen, am Anfang hatte ich, wo ich komplett auf Rohkost dann umgestellt hatte, hatte ich das Buch von Markus Rotkranz gelesen. Er hat auch immer wieder von Parasiten geschrieben. Und dann wollte ich halt mal komplett den Zucker auch weglassen und ich habe dann wirklich über ein paar Wochen komplett Zucker weggelassen, habe nur Stevia oder sowas in Smoothie rein und habe wirklich komplett keinen Zucker gegessen. War sehr anstrengend und es, ja, irgendwie sehr kräftezehrend. Im Endeffekt habe ich nichts wirklich dabei gesehen, wusste nicht, ob da was rauskam. Es war im Prinzip halt einfach ein gutes Fasten für mich, eine gute Reinigung für den Körper. Und ich gehe da auch nach dem Punkt einfach, es ist wirklich so, ich hatte mal einen, dieser eine Satz, das Milieu ist alles und die Mikrobe ist nichts. Und im Endeffekt ist es so, das Milieu passt sich an. Wenn man eine Parasitenkur macht, dann bringt es am Ende auch nichts, wenn man danach dann wieder dasselbe macht wie vorher. Das Milieu kommt dann wieder, je nachdem, wie man sich ernährt. Und es, man kommt nicht dran vorbei. Entweder man stellt dauerhaft seine Lebensweise, seine Ernährung um und das Milieu im Darm verändert sich, der Darm reinigt sich nach und nach und dementsprechend sind die Parasiten auch in einem anderen Verhältnis und die Bakterien und Mikroben und alles. Und dementsprechend ist einfach ein anderes Milieu. Genau. Und ja, ich fand auch, die Herangehensweise ist halt immer die Sache, kann man vielleicht machen, wenn man es gerade ganz interessant findet und einfach mal als Reinigungskur, schön und gut. Ich faste dann eben einfach und ich halte halt auch die Herangehensweise dann bedenklich, wenn man dann nur aus so einer Angst heraus herangeht. Und ich habe gesehen, dass viele damals vor allem einfach nur aus dieser Panik heraus, oh, ich bin fremdgesteuert, ich habe irgendwie Angst, ich werde da kontrolliert und ich bin nicht Herr meiner eigenen Sinne. Das ist dann auch wieder nur Verantwortung abschieben. Ja,
Also dementsprechend, ich würde da Eigenverantwortung übernehmen, einfach die Ernährung dauerhaft umstellen und es passt sich dann an und mir da auch nicht so einen großen Kopf machen. Genau. Und abschließend noch eine Frage. Ja, wie? Ich würde gerne wissen, ob es zu dem Thema Entgiftung irgendwelche wissenschaftlichen Studien oder Belege gibt. Fand ich ganz witzige Frage. Weiß nicht, willst du zuerst zu antworten? Ja, also die Frage kriege ich auch sehr oft gestellt, auch ob es irgendwo Beweise gibt, dass das alles stimmt mit der schleimfreien Heilkost und was Arnold Irrt damals in seinen Büchern geschrieben hat. Und ja, man sieht einfach sehr oft, dass die Menschen noch sehr von dieser Wissenschaft abhängig sind. Also das muss eine wissenschaftliche Studie bestätigt haben, ansonsten stimmt das nicht. Und ich finde aber, wenn man diesen Weg einfach selber geht und seine Erfahrungen sammelt, das ist viel wertvoller als jede wissenschaftliche Studie. Weil was bringt mir das letztendlich, wenn ich mich eine Zeit lang gesund ernähre und mich damit super fühle und dann kommt aber jemand und sagt, das kann nicht sein, das steht in dieser wissenschaftlichen Studie nicht so, da steht, man muss sich schlecht fühlen mit der veganen Ernährung und Ja. das ist einfach so ein Irrsinn. Also ich brauche keine wissenschaftliche Studie, die mir bestätigt, dass ich mich gut und gesund fühle. Ja. Aber ich kann das natürlich verstehen, woher diese Denkweise kommt. Und das war bei uns allen am Anfang genauso, dass man sich da einfach ja noch so ein bisschen verunsichern lassen hat. Und ja, wenn man das am Anfang noch braucht, dass man halt wissenschaftliche Studien zu dem Thema haben möchte. Da würde ich zum Beispiel mal die China Study angucken. Ja. Die ist jetzt nicht speziell auf Rohkost ausgelegt, aber halt auf eine vegane pflanzliche Ernährung. Die ist ganz gut, finde ich. Und ansonsten einfach auch so Bücher anschauen zu dem Thema. Also How Not to Die ist ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob es das auch im deutschsprachigen Raum gibt. Ja. Meistens kommt es ja alles so aus Amerika vor, also was vegane Ernährung angeht. Ja, ich weiß nicht, fällt dir noch irgendwie eine Studie dazu ein? Ja, die China Study, das finde ich auch immer, ja, so das Erste, was ich empfehlen würde, gerade was jetzt vegane Ernährung anbelangt. Und bei der Frage, ich wusste jetzt auch nicht genau, wie es gemeint war, also Thema Entgiftung, natürlich entgiftet der Körper, das sagt dir auch jeder Schulmediziner, wenn du irgendwie Blei isst, dann scheidet der Körper das wieder aus. Also natürlich hat der Körper Entgiftungsmechanismen und natürlich gibt es dementsprechend auch die Entgiftung. Und ja, der wichtige Punkt ist halt auch, all diese Studien, mal abgesehen davon, es gibt genug Studien zum Thema Fasten, wie hilfreich das ist, wie die Leute regenerieren beim Fasten, wo man nichts hinzuführt, wie der Körper dabei heilt, gibt es zig Studien auch dazu, natürlich nicht so viele und die werden nicht so breit getreten in der Öffentlichkeit, weil viele da natürlich nicht so Interesse dran haben. Aber allgemein gibt es auch zum Fasten, zur Entgiftung Studien und Belege zahlreiche und vor allem all diese Studien, das ist immer das, was ich als ersten Punkt dazu sage, was bringt dir eine Studie? Viele sogenannte wissenschaftliche Studien auch. Ne, vor einem Jahr hieß es, nimm Ohrenstäbchen, ein Jahr später heißt es, keine Ohrenstäbchen mehr nehmen. Eins von beiden hat nicht gestimmt und die Wissenschaft ist ja jetzt auf dem neuesten Stand, wenn es dann immer heißt, und das ist ja schon wieder anders. Hallo, ich weiß nicht, ob die Naturgesetze sich innerhalb von einem Jahr ändern oder ob sie jetzt anders geworden sind. Ich sehe nicht, dass sie anders geworden sind. Und dementsprechend auf viele Sachen, die da gesagt werden, gebe ich einfach nicht viel, weil sie der Realität einfach nicht entsprechen. Und nur weil jemand unter einem wissenschaftlichen Mantel sagt, dass es etwas so ist, wird es deswegen nicht wahr. Ja, was wahr ist, ist wahr. So, das wäre, finde ich, ein schöner Punkt, wenn man wieder dahin kommt, dass eben einfach Wahrheit zur Autorität wird und nicht irgendeine Autorität alles dann plötzlich Wahrheit ist. So, diesen Spruch umzukehren. Und dementsprechend, und am Ende bringt dir eine Studie nie was. Das ist eine Geschichte. Was bringt dir eine Geschichte? Was bringen dir irgendwelche Zahlen, die irgendwo stehen, die verändern dein Leben nicht? Wenn du es dann ausprobierst und machst, das verändert dein Leben. So.
Aber wenn du es nicht ausprobierst und nicht machst, dann bringt dir das auch nichts. Und dann kannst du dir x Zahlen und Studien anschauen, du wirst es nicht nachvollziehen. Und wenn du es aber nachvollziehst, den Körper reinigst, dann wirst du merken, wie es funktioniert und für dich bleiben keine Fragen mehr dann offen. Du weißt genau, was der Körper macht und für dich ist da kein Zweifel, weil du es erfahren hast, weil du weißt, wie es geht, weil dein Körper es dir direkt sagt. Also darum geht es mir auch immer. Das ist so das Wichtigste, finde ich, weil die Erfahrung toppt alles. Ja, darum geht es mir, weil Geschichten erzählen kann dir jeder. Ich sage auch immer, glaub mir halt kein Wort. Glaub mir kein Wort, probier es aus, vollzieh es nach, schau, ob das Sinn für dich ergibt und dann wirst du sehen, dass es so funktioniert. Ja, genau. Ja, ich finde, man kann sowas vielleicht am Anfang als kleine Orientierungshilfe nehmen. Ich habe ja am Anfang auch so China Study durchgelesen oder das von Arnold Ehret. Ja. Also man sollte da sich nicht komplett von beeinflussen lassen und alles, was jetzt nicht da drin steht, ausschließen und dass alles andere sonst nicht möglich ist. Also man sollte schon mit offenem Geist an die Sache rankommen. Und wie du auch schon gesagt hast, das Beste ist immer die eigene Erfahrung. Dann erlebt man das alles an sich selbst. Ja. Dann braucht man einfach keine Studie, die das alles bestätigt. Ja, absolut. Ja, ja, genau. Anfangs habe ich auch viel Studien eben gelesen, weil die Leute einem irgendwelche Bedenken eingeredet haben und so als kleiner Buße oder als junger und Jugendlicher bist du einfach noch nicht so gefestigt und dann liest du irgendwie vieles und dann erkennst du, okay, ist eigentlich wirklich kein Thema. Ja, haben schon genug Menschen gemacht, kein Ding und Millionen von Indern leben vegetarisch, wenn nicht sogar vegan, seit Generationen, kein Problem. Ja, genau. Ja, das war's schon. Also das war schon die letzte Frage jetzt. Und ja, hat mich super gefreut. Also vielen Dank für deine Antworten. Hat super viel Spaß gemacht. Und auch der Weg zur Entgiftung, der eben im Mitgliederbereich mit drin ist, super interessant. Ja, vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen Tipps, die du mitgegeben hast. Und ja, ich bin super gespannt auf eure Kommentare. Also schreibt unten drunter, wie euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr auch noch andere Fragen habt, dann stellt sie. Ja, ich denke, du wirst auch unten drunter mal kommentieren. Vielleicht können wir auch gerne mal eine Fortsetzung machen. Also ich bin ja da immer gern offen. Ja. Sehr gerne. Cool, ja. Und würde mich drüber freuen. Ich mich auch. Sehr schön. Ja, und ansonsten dann euch noch einen schönen Tag und dann Daumen nach oben. Und ansonsten macht's gut. Ciao. Tschüss.